Foodspots in Berlin und ob sie den Hype wert sind. Let's go! Unser erster Stopp ist ein Sandwich, das eigentlich so meinen kompletten Feed und meine For You-Page dominiert, seit dieser Laden aufgemacht hat. Das sind so koreanische Sandwiches. Ich zeige sie euch gleich genauer, wenn wir hoffentlich eins bekommen, weil der Laden ist ziemlich klein. Und ich bin, um ehrlich zu sein, ziemlich gespannt auf diese Sandwiches. Ich habe so eins schon mal in Südkorea gegessen und das war sehr, sehr geil. Wirklich wahrscheinlich eines der besten Sandwiches, die ich je gegessen habe. Aber ob das in Berlin hier da rankommt, ich bin mir nicht sicher. Wir werden sehen. Wir haben jetzt das Egg Drop gekauft, unser erster Stopp der gehypten Food Tour. Das kostet 8 Euro. Ich habe die Variante mit Ei, also es ist immer drin, und Avocado. Und dann ist da noch so eine Special Sauce drin, die so ein bisschen Sriracha-mäßig aussieht. Und das Ganze ist auf einem Brioche-Brot von der Bäckerei. Wenn wir es jetzt optisch erstmal anschauen, das Brot sieht schon ziemlich nice aus. Fluffy und weich und nice getoastet. Und ich klappe es mal auf. Also jetzt füllungstechnisch ist nicht mega viel drin, würde ich sagen. Bisschen Ei. Ist da überhaupt Avocado drauf? Ist die Frage. Ah ja, hier unter dem Käse. So ein bisschen Avocado. Habe ich das Gefühl, ich habe mich mittlerweile so einfach an diese Preise gewöhnt. Also weil früher hatte ich safe gesagt, 8 Euro ist einfach so viel zu viel. Und mittlerweile zahle ich so die 8 Euro und ja, it's like that. Und jetzt machen wir den Taste-Test. Man fällt immer auf, wenn man auf der Straße filmt. Es ist like, dann könnte ich hier schon so eine Ecke versteckt, ne? Aber trotzdem, the Blicke are coming. Und schmeckt es so ein bisschen nach Sriracha. Es ist sehr cremig durch das relativ flüssige Ei. Ich beiß noch mal rein und zeig's euch gleich. Schon super creamy einfach. Dein Auto lebt auch nicht mehr lang, Bro. Ich finde es schon lecker. Ich mag vor allen Dingen das Ei. Ich mag die Creaminess, den Käse. Die Avocado hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Solide. 7 von 10 würde ich sagen. Und wir machen uns auf zu Spot Number 2. Der zweite Laden zu gehen, wir gehen, ist auch super neu. Ich war schon mal da und er ist vor allen Dingen wegen seinem Interior super krass. Und ich bin mega gespannt, was ihr sagt, wenn wir da gleich reingehen und wie ihr es findet. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a... Also Bingsu ist ja so ein Snow-Eis. Das heißt, es ist quasi so gefrorene Kondensmilch und das fließt dann über so eine kalte Walze. Und dadurch wird es so flaky und dann wird es von der Maschine so abgeschabt, dass es wie so kleine Schneeflocken sind. Und darauf kommt dann verschiedenes Sirup. Bei mir ist jetzt Ube-Sirup drinnen und obendrauf rote Bohnen und Kokos. Und ja, es schmilzt schon so ein bisschen weg, also wir sollten es jetzt, glaube ich, probieren, bevor es einfach 100% flüssig ist. Let's go. Also super milchig über diese Kondensmilch und dann mit der Ube so ein bisschen süß, aber auf keinen Fall so süß. Und der schmilzt dann so zu so einer flüssigen Eis in den Mund. Und es ist einfach richtig
richtig nice. Also, ich finde das wirklich perfekt. Und abgesehen davon ist natürlich das Interior auch super nice. Ganz ehrlich, Leute, das 2D-Café ist einfach so ein cooler Ort. Es geht immer, es ist mega lecker. Die Leute sind super nett und ich würde euch das auf jeden Fall empfehlen, egal ob ihr hier wohnt oder ob ihr hier zu Besuch seid. Der nächste Spot ist jetzt ein Café, das auch, ich glaube, im letzten Sommer oder sogar schon vor einem Jahr aufgemacht hat. Und ich war einmal da, gleich als sie aufgemacht haben. Ich glaube, im Juli 2021 und seitdem nicht mehr. Und ich sehe es trotzdem noch die ganze Zeit auf meinem Instagram. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal hin und gucken mal, wie sich so entwickelt hat. Optisch ist es wunderschön, ein sehr schöner Ort. Aber ob es geschmacklich so gut ist oder ob es sich verändert bzw. verbessert oder verschlechtert hat, sehen wir es gleich. Damn, ich bin diesen kleinen Mikrohügel raufgelaufen und mit dem Fahrrad auf den Prenzlauer Berg gerast. Und für alle, die in Berlin wohnen und wissen, Alter, der Prenzlauer Berg ist wirklich eine Herausforderung an meine Kondition. Und die ist gut, by the way. Meine Kondition ist echt gut. Version eines Solero und das feiere ich schon ziemlich. Und ich muss sagen, ich war ja ziemlich skeptisch, bevor wir hingegangen sind. Es gab ja so ein bisschen eben die Diskussion, wie gut ist das, wie gut ist der Service und sind diese Preise gerechtfertigt etc. Und es ist natürlich schon ein sehr hipper Laden einfach, aber ich meine, es ist auch der Prenzlauer Berg, also was erwartet ihr? Und ich muss sagen, ich war wirklich mega positiv überrascht. Also das Eis war super lecker, der Service war mega freundlich und super nett, auch bevor sie wussten, dass ich filme. Unser letzter Spot für heute hat auch wieder was mit Korea zu tun. Okay, kleiner Fusel auf der Linse. Ich habe das noch nie probiert, was wir jetzt gleich essen. Auch nicht in Korea. Ich bin sehr gespannt, weil es sah schon sehr geil aus, immer auf den Fotos. Let's go! Jetzt hier der mit Crispy Potato Stücken oben drauf und der hier hat so ein bisschen Spicy Chips außen drauf und Parmesan oben drüber. Der andere hat, soweit ich weiß, Fried Onions oben drauf. Genau, kann man hier auch noch mal ganz gut sehen. Ich habe beide mit einer Käsefüllung, also ist quasi nur so ein Käsestick innen drin. Und das heißt, er sollte jetzt richtig krassen Cheese Pull ziehen. Ich finde, optisch sehen die schon mal beide super geil aus. Die kosten ungefähr 6 Euro.
mal den mit Parmesan. Technisch, das ist schon mal genial. Also ich meine, habt ihr schon mal einen längeren Cheeseball gesehen? Ich glaube nicht. Relativ spicy, diese Chips. Aber geil, also sehr teigig, mega viel Käse drin. Und ich muss es, glaube ich, schnell noch in den anderen beißen, bevor der kalt ist und ich keinen Cheeseball mehr machen kann. Den zweiten glaube ich ein bisschen besser, weil die hat draußen eben diese crispy Kartoffelstücke dran. Ich zeige euch das nochmal. Und hier ist der Käse oben raus. Genial. Durch diese Kartoffelchips, die da draußen sind, oder diese Kartoffelvierecke, die sie wohl bemerkt per Hand schneiden. Mega den Crunch. Hören wir uns gleich nochmal an, den Crunch. Und halt so dieses chipsmäßige Aroma, was ich irgendwie ziemlich geil finde. Okay, Leute, listen für den Crunch. Kurz dieses Käseding hier aufräumen. Geiles Fastfood. Aber wow, it's spicy. Ich bin ein bisschen froh, dass er mir noch Wasser gegeben hat, weil ich muss einmal kurz Wasser exen. Ah, besser. Aber all in all muss man sagen, jetzt ist schon nice. Also ich glaube, zwei sind viel zu viel. Aber ein so ein Ding, wenn man so Bock hat auf irgendwie so Chips und sowas Fastfoodiges, ist schon geil und halt super crunchy und dann mit diesen kleinen Kartoffelwürfeln, der Käse innen, der einfach so zart geschmolzen ist und ich das so 2 Meter lang ziehen kann. Was ich noch geil fände, wäre, wenn es eine vegane Wurst gibt, das werde ich auch gleich nochmal rückmelden, weil vielleicht machen sie das ja dann irgendwann. Das war unsere erste Folge von Wir testen trendy Berliner Foodspots und checken, ob sie den Hype wirklich wert sind. Und ich würde sagen, all in all, ja, die meisten sind den Hype schon wert. Und ich werde definitiv zu ein paar Orten nochmal hingehen und die auch nochmal probieren. Wenn euch das Format gefallen hat, ihr Spaß hattet oder ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst super gerne ein Abo da. Ich freue mich drüber. Und falls ihr noch mehr sehen wollt, jetzt gleich, dann schaut mal hier drüben in dem Video. Da esse ich 24 Stunden lang alles auf dem Weihnachtsmarkt. Viel Spaß damit!